Unfallbericht. Svenny, so kannst du doch keinen Unfallbericht anfangen. Der Was? Neger war rechts. Da war rechts. Na Svenny, aber. Da war rechts. Das kann man aber doch nicht heutzutage schreiben, Junge. Da kommst du, vor sowas kommst du gleich von Kati, Junge. Das bist du bescheuert. Mann, das heißt heutzutage politisch korrekt schwarzer Mensch. Von mir aus? Ja, und der ist nie rechts, das geht überhaupt nicht. Da war ich jetzt links oder was? Nein, Mann, da schreibst du einfach, der war neutral. Ich hab nicht im pH-Wert gemessen, ich weiß nur, der kam von rechts. Was? Der kam von rechts. Dann hat er doch eine Vorfahrt gehabt, wenn er von rechts kam. Ja, Kitty, du fährst noch nicht lange. Was? Das gilt nur bei gleichberechtigten Straßen rechts vor links. Das habe ich ja da reingeschrieben, da war nicht gleichberechtigt. Die Straße. Mensch, Leute. Straße. Sven, sowas kannst du einfach nicht reinschreiben. Da kommt wieder ein Teufelsküche, Mann. Nein, du schreibst einfach rein, aus welcher Richtung der kam, weißt du? Oder wie hieß denn die Straße? Das ist der Adolfsallee. Dann doch lieber die Richtung. Was ist denn das? Oh, Adolfsallee, stadtauswärts, das ist Richtung Osten, Richtung Polen. Alter Mann! Und das war nicht mal sein Auto, das hat er zwei Jahre vor. Stopp, Sven. Stopp. Das kann uns völlig egal sein, woher der sein Auto hatte, ja? Wenn der Auto fahren möchte, dann soll er das. Ach, wenn er Auto fahren möchte, dann soll er das? Ja, dann soll er das machen. Von mir aus. Was ist denn das überhaupt für eine komische Skizze hier? Eine Unfallskizze. Und das braune Viereck, was soll das bedeuten? Das ist denn sein Auto. Wie, das Auto war braun? Ja, brauner Volkswagen. Sven, das können wir so nicht schreiben, Mann. Das, kannst du nicht irgendwie schreiben, dass das vielleicht irgendwie so dunkel schimmernd war, irgendwie dunkelblau oder... Mann, wir brauchen eine neutrale Farbe. Was hast denn du? Das ist ein stinknormaler Unfallbericht, Alter. Ja, vor 10 Jahren vielleicht, Junge, aber nicht mehr heutzutage. Was hast du mit deinem neutral? Svenny, es ist immer besser, heutzutage neutral zu sein, weißt du? Wie der Schiedsrichter. Der ist nicht neutral, der ist unparteiisch. Ja. Mann, Svenny, das ist doch im Prinzip dasselbe, der schlägt sich auf keine Seite. Der ist neutral, wie die Schweiz. Wie die Schweiz? Was hat die Schweiz jetzt mit dem Unfall zu tun? Ach, Alter. Das kannst du noch einmal schreiben. Svenny, du kannst ja nicht andauernd schreiben, rechts braun Adolf. Mann, das landet beim Verfassungsschutz. Das ist doch keine Absicht. Nee, und was soll das hier noch bedeuten? PS? Das war mir so ein persönlicher Nachtrag. PS halt. Ich habe es schon geahnt, dass heute was ganz Schlimmes passiert, weil mir früh eine schwarze Katze... Nee, dann schreibst du gedichert, ja? Von links nach... Hier, das kannst du nochmal schreiben. Junge, schreib nochmal. Los, mache. Also... Ich fuhr mit meinem Personenkraftwagen in Richtung Getränkequelle. Ja. Zur gleichen Zeit wollte ein schwarzer Mensch Auto fahren. Ja. Und näherte sich von rechts. Nein, neutral. Aus der Schweiz? Nein, Mann. Aus Polen? Svenny, wir hatten doch gesagt, aus Richtung Osten. Aus Richtung Osten, Entschuldigung, aus Richtung Osten. Auf einer... Ja, nicht gleichberechtigt darf ich ja nicht schreiben. Nee. Schreibe ich untergeordnet. Um Gottes Willen. Dann schreibe ich auf einer nicht ganz so wichtigen Straße. Ja. In einem dunkelblau schimmernden... Ja. Ich schreibe einfach typisches Schiedsrichterauto. Was? Na, irgendwas muss ich doch schreiben, Killi. Oh, Alter. Svenny, weißt du, was fährst denn du auch da lang, Junge? Mann, wärst du meine Straße eher abgebrochen, da wärst du euch in der Ecke Rosa-Luxemburg-Straße begegnet. Das wäre für den Bericht der halbe Miete, aber nein. Rosa-Luxemburg-Straße, ich fahre nie oder Rosa-Luxemburg-Straße, das ist ein Umweg. Was? Und ich wäre auch den Tag nicht gefahren, wenn der feine Herr nicht angerufen hätte, Svenny, ich brauche deine Hilfe, bring mir mal 8 Flaschen Sterni, ich bin in Quarantäne.
Ja, das war ich auch gewesen. Nächsten Tag haben Sie sich am Kiosk gesehen. Was war das für eine Quarantäne? Ein Tag oder was? Na, was kann ich dafür, dass ich so ein gutes Immunsystem habe? Ja, ja. Was haben eigentlich die Bullen gesagt, wer schuld ist? Aber wir haben keine Bullen geholt. Wie keine? Na, der hat den Rest. Was? Ich auch. Da bin ich ein bisschen stolz. Hä? Was? Und wie gesagt, das war nicht mehr sein Auto, das hat er zwei Tage vorher gemietet. Ja? Und hat oben zu mir gemeint, da wird dir jetzt keinem geholfen sein, wenn wir jetzt die Bullen holen. Und da war auch total nett. Wer? Ove. Na, Ove. Ove Hoffmann, der Chef vom Arbeitsamt. Kennst du doch das total nett? Alter, bist du wahnsinnig oder was? Zerreiße das Ding. Und zwar in 1000 Teile und dann schreibst du das noch einmal neu. Ja. Und zwar richtig schön neutral. Kurz und knapp drei Sätze. Nimmst die ganze Schuld auf dich. Neutral. Nur weil es unser Boss ist oder was? Ja, Mann, Alter. Junge. Jetzt bin ich, wenn der das in den falschen Hals kriegt, dann sind wir ruckzuck vermietet. Oh. Das ist scheiße. Junge. Neutral, ja, ich hatte schon. Mein Siege, ich habe Bock, wieder Montag früh im Laden zu stehen. Ich bin gelernter Kosmetiker. Du hast doch gesagt, du warst früher Kampfjet-Pilot. Naja, das war ich ja auch gewesen, aber das war nur auf 400-Euro-Basis, weißt du? Alles klar. Ja, ja. Los, schreib jetzt. Ich schreibe doch schon neutral. Neutral. Ja. Mit dir, das ist immer ein Tanz auf dem Vulkan, ja, ja. Ein Leben auf Messerschneide, ja, ist doch gut, mit jetzt, einem ja. Bein im Grab, Junge. Ja, ich bin fertig. Los, dann. So, der neue Unfallbericht lautet, ja. Sehr geehrter Herr Ove, ich möchte mich in meinem und im Namen von Rosa Luxemburg bei Ihnen entschuldigen. Was? Und nehme natürlich die ganze Verkehrsschuld auf mich. Ich wusste ja nicht, dass Sie Schiedsrichter sind. Was? Alles Gute für Sie, allzeit gute Fahrt. Wir sehen uns in der Schweiz.